Mit dieser Übung könnt ihr, wenn euch langweilig ist, zu Hause den Topspin-Schlag üben. Ihr braucht dazu nur einen Schläger oder einen Stock und ein Fahrrad, das ihr auf den Rücken dreht. So könnt ihr die Vorhandbewegung von unten nach oben üben und statt einem Ball dreht ihr hierbei den Reifen des Fahrrades an. Das Ganze könnt ihr dann auch mit der Rückhand machen. Das heißt, zwei Hände an den Schläger und auf eurer schwächeren Schlagseite mit der schwächeren Arm mit dem stärkeren Arm unterstützend arbeiten. Und um das Ganze zu kombinieren, könnt ihr auch mit Sidesteps an dem Reifen vorbeigehen und Vorhand und Rückhand abwechselnd schlagen. Je schneller ihr den Reifen andrehen könnt, umso besser. Viel Spaß!